Alexa, jetzt warte doch mal. Hey, bleib mal stehen. Okay, hey, was ist denn plötzlich los? Ich hätte nicht auf dich hören sollen. Was soll das denn heißen? Ich hätte einfach auf mein Gefühl hören sollen und nicht auf deinen Trauerbewältigungsscheiß. Das war totaler Schwachsinn. Hey, Moment mal, hey. Was soll das denn auf einmal? Vertraust du mir nicht? Ich kann niemandem vertrauen. Doch, natürlich kannst du das. Es hat sich doch zwischen uns nichts geändert. Alles hat sich verändert. Darum muss ich jetzt gehen. Moment, warte mal. Wann sehen wir uns wieder? Gar nicht. Alexa, verdammt nochmal, jetzt warte. Hey, glaubst du ernsthaft, ich lasse dich deinen Vater für tot erklären, weil ich an dein Erbe will? Ich habe die Erklärung zerrissen. Hey, ich hab's gesehen, aber ich verstehe nicht warum. Wir waren uns doch darüber einig, dass du ein neues Leben anfangen willst. Hey, jetzt bleib doch mal stehen. Dein Vater ist tot. Er ist nicht tot. Ich war doch dabei. Er hat sich angeschossen, als ich versucht habe, ihm die Waffe abzunehmen. Danach ist er ins Wasser gefallen und abgesoffen. Er ist tot. Und wie kann es dann sein, dass er sich heute bei mir gemeldet hat? Was? Er hat mir geschrieben. Eine SMS von seinem Handy, dessen Nummer nur ich kenne. Mein Vater lebt. Ich werde ihn finden. Ich hoffe, du vergisst nicht, dass ich es war, der dir geholfen hat, die beiden zu entzweien. Solange du nicht vergisst, dass ich es bin, der verhindert, dass Ansgar sich Bergs Vermögen unter den Nagel reißt. Hast du dir eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, wie Elisabeth auf Bergs Auferstehung reagieren wird? Warum? Warum ist sie wohl die Einzige neben Alexa, die seine Geheimnummer hat? Ich glaube, auch Elisabeth hat mittlerweile begriffen, dass Berg ein gefährliches Arschloch ist. Dennoch hatte sie mal eine Schwäche für ihn. Das ist längst Geschichte. Bis du ihn heute zum Leben erweckt hast. Entschuldigt bitte meine Verspätung. Ein Kundengespräch, das länger gedauert hat als erwartet. Du hast doch kein Problem. Ich hoffe, es stört dich nicht, dass wir schon angefangen haben. Nein, nein, nein. Aber was ist denn? Essen wir drei heute allein? Rebecca ist in der Firma, Ansgar, keine Ahnung. Und Alexa hat sich heute Vormittag leider entschieden, uns wieder zu verlassen. Oh, nicht, dass ich sie besonders vermissen würde, aber hat sie gesagt, warum? Wir haben ein Problem. Ich hoffe, es hat nichts mit der Abreise deiner neuen Freundin zu tun. Berg lebt. Er hat Alexa heute Vormittag eine SMS geschickt. Wie kann das denn sein? Anscheinend kam die Nachricht von seiner Privatnummer. Sie ist sich sicher. Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt. Ja, ein ziemlich schlechter Scherz. Ich werde jedenfalls nicht auf die Pointe warten. Was hast du vor? Hast du vergessen, was er uns angetan hat? Er hat Eva erschossen. Er wollte mich umbringen. Wir müssen uns schützen. Ich glaube, selbst wenn er überlebt haben sollte, er wäre nicht so dumm, hier nochmal einfach so aufzutauchen. Da kannst du ihn aber schlecht. Wir müssen jetzt alle nötigen Vorbereitungen treffen. Jeder von uns braucht Personenschutz. Wir müssen herausfinden, wo er sich aufhält. Und Sie als Familienoberhaupt müssen alles Notwendige in die Wege leiten. Vincent Berg lebt. Entschuldigt mich, ich brauche einen Moment. Großartig. Bin ich jetzt hier der Einzige, der was unternehmen wird? Zwei Menschen auf der Welt haben sie. Meine Tochter und jetzt sie. Kann ich dich kurz sprechen? Nein, jetzt nicht. Es geht um Berg. Was ist denn?
Ich habe nicht damit gerechnet, dass sich diese Nachricht so mitnimmt. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Es war töricht von mir, dass ich für diesen Mann etwas empfunden habe, aber so ist es nun mal. Und genau deswegen solltest du mir jetzt genau zuhören. Ich verstehe nicht. Berg ist tot. Was? Was redest du da? Die SMS an Alexa. Die kam von mir. Ich verstehe nicht. Ich musste verhindern, dass Alexa ihren Vater für tot erklären lässt. Warum? Weil Alexa sonst Bergs gesamtes Vermögen geerbt hätte und Ansgar, ich weiß nicht, wie er es anstellen wollte, aber er wäre wahrscheinlich an dieses Vermögen herangekommen. Wir reden hier von Milliardenbeträgen. Mit diesem Geld könnte Ansgar uns ernsthaft gefährlich werden. Ich musste irgendwas tun. Der kleine Mistkerl. Die Nachricht, die kam doch von seiner Privatnummer und die haben nur ich und seine Tochter. Ich habe sie mir besorgt. Heißt das, du hast in meinen Sachen geschnüffelt? Wenn Ansgar an das Geld herankommt, dann... Das war der Grund. Es geht nur ums Geld? Deshalb hast du uns glauben lassen, Vincent Berg wäre noch am Leben? Ich habe das getan, um die Familie zu schützen. Nicht rechtfertigt es, Tristan, so mit den Gefühlen von den Menschen zu spielen. Damit bist du eindeutig zu weit gegangen. Du und mein Vater, ihr standet euch doch sehr nah. Hat er sich vielleicht bei dir gemeldet? Ja, ich weiß, jeder denkt das. Aber er hat mir heute eine SMS geschrieben. Ich habe immer gewusst, dass er noch lebt. Gut. Sag's mir bitte Bescheid, falls er sich bei dir meldet. Okay. Danke. Was willst du? Es war Tristan. Was war Tristan? Die SMS. Er hat sie geschrieben. Das kann nicht sein. Niemand hat diese Nummer. Dein Vater hat diese Nummer Lisbeth gegeben. Tristan hat sie von ihr. Hier. Kommt dir das bekannt vor? Ist das die Nummer? Vater ist tot und bleibt tot. Tristan hat uns alle betrogen. Aber diesmal ist er einen Schritt zu weit gegangen. So mit deinen Gefühlen zu spielen, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Er muss dich ziemlich hassen. Was willst du? Ich hab zu tun. Oh, von dir will ich gar nichts. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich will einfach nur dabei sein. Wobei? Dabei. Verdammtes Arschloch! Mieses Stück Dreck! Was ist denn hier los? Alexa, bitte. Warte, 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 halt, 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 halt. Nur dieses eine Mal noch. Ja, ich glaube, jetzt hat er genug. Alexa! Alexa! Hey! Also, Alexa ruht sich jetzt aus. Die Sache mit ihrem Vater hat sie sehr mitgenommen. Sie hat doch sowieso geglaubt, dass er noch am Leben ist. Was dein Vorgehen nicht rechtfertigt. Zumal sie gerade dabei war, sich mit dem Tod ihres Vaters abzufinden. Was ganz in deinem Interesse ist. Was ganz in Alexas Interesse ist, richtig. Spare dir das Theater. Ich weiß, dass du scharf auf Bergs Vermögen bist. Und wie, um Himmels Willen, soll das denn funktionieren? Ich weiß es nicht, erklär du es uns. Was hast du vor mit ihr? Willst du sie heiraten? Adoptieren? Mach dich nicht lächerlich. Hört auf, Schluss damit, das ist wirklich lächerlich. Danke. Tristan hat recht. Bitte? Ich nehme Ihnen Ihr selbstloses Getue nicht ab. Mir geht's doch gar nicht um das Wohl von Alexa. Danke. Dein Handeln rechtfertigt das nicht. Ja, richten Sie Frau Berg bitte aus.
dass wir Tristans Handeln in keiner Weise gutheißen und dass sie bis auf Weiteres auf Königsbronn willkommen ist. Du willst sie hier wohnen lassen? Diese Frau ist gerade auf mich losgegangen. Wer mit den Gefühlen anderer Menschen spielt, muss auch die Konsequenzen ertragen. Ich werde ihr das sehr gerne ausrichten. Schön. Tun Sie das. Tut's noch sehr weh? Wie geht's dir? Ich weiß, dass es schwer ist, loszulassen. Ich habe wirklich geglaubt, er würde noch leben. Ja. Für einen Moment habe ich das selbst geglaubt. Aber kann es nicht sein, dass er vielleicht... Er ist wirklich tot, oder? Es ist Zeit, loszulassen. Aber danach wird alles leichter.